So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Softwarearchitektur im Stream. Heute live von der OOP. Kurzer Überblick über das Programm. Ich spreche gleich mit Erik über DevSecOps. Dann haben wir um 12.45 Uhr meine Kollegin Lisa, die mit meinen Kollegen Lukas und Lars über das Thema Hilfe wer synken sprechen. Und um 13.20 Uhr spreche ich noch mit Anna, Alexandra und Stefan über das Thema resiliente Organisation und resiliente Softwarearchitektur. Das ist also das, was wir vorhaben, sodass wir um ungefähr 13.50 Uhr fertig sind. Aber loslegen wollen wir mit Erik und das Thema ist, wie gesagt, DevSecOps. Erik, möchtest du erstmal ein paar Worte über dich sagen? Wer bist du? Was machst du so? Ja, ich versuche es kurz zu halten, um viel Zeit für das Thema zu lassen. Erik Dörnburg, ich bin Head of Technology bei ThoughtWorks in Deutschland. Um es einfach zu erklären, man kann sich das als eine regionale CTO-Rolle vorstellen. Also viel Technik, Strategie, was machen wir mit unseren Kunden? ThoughtWorks ist eine Beratungsfirma. Wie verteilt sich Technologienutzung, Trends, Praktiken und so weiter über die verschiedenen Kunden? Gleichzeitig sind wir global. Ich tausche mich eben mit meinen Kollegen in anderen Ländern aus, um dann eben auch mit denen über die gleichen Themen zu sprechen, zu sehen, was zwischen den Ländern übertragbar ist. Genau, und du kommst, also du wohnst in Hamburg, wie man ja unschwer am Hintergrund erkennen kann. Thema ist ja heute DevSecOps und ich würde denken, DevSecOps ist so ein bisschen eine Spielweise von DevOps. Das heißt, wir sollten vielleicht anfangen mit dem Thema DevOps. Was ist denn DevOps? Über DevOps wurde natürlich viel geredet in den letzten 10, 12 Jahren, seitdem die ersten DevOps Days stattgefunden haben. Interessanterweise 2009 war einer der ersten DevOps Days überhaupt hier in Hamburg. Und es war klar zu sehen, es ist irgendwo ein Mindset, eine Sammlung von Praktiken, Werkzeuge, manche Leute sagen auch Kultur. Es ist eine andere Art zu arbeiten, die eben aufgelöst hat, die starke Trennung zwischen Entwicklungsteams auf der einen Seite, die mit der Konstruktion, mit der Erstellung der Software sind, und den Leuten im Operations, im Betrieb, die die Software dann betreiben, sondern man hat die einfach zusammengebracht. Das war wie ähnlich wie Agile, eine ziemliche Grassroots-Bewegung. Wir haben einfach gesehen, dadurch, dass wir sehr schnell, sehr oft Software in den Produktionsbetrieb überführen wollen, dass wir angefangen haben, auch schon bevor die Microservices hießen, vielleicht kleinere Einheiten zu haben, dass wir einfach gemerkt haben, wir sind immer wieder aneinander geraten zwischen den Development-Teams und den Ops-Teams und haben dann, wie gesagt, auch von unten, bottom-up, versucht, eine Lösung zu finden. Und das ist dann DevOps genannt worden, relativ, wie sagt man, pragmatisch, würde ich mal sagen. Genau, und das führt dann irgendwie zu der nächsten Frage, logischerweise. Was ist denn DevSecOps und wie unterscheidet sich das von DevOps? Ja, das ist, ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, ob ich so glücklich mit dem Wortspiel bin. Was natürlich aufgefallen ist, als wir dann DevOps gemacht haben, was oftmals auch synonym benutzt wird mit Continuous Delivery, wo dann halt wirklich im Standardfall, wir arbeiten hier in Deutschland, kann ich drüber reden, mit Otto zusammen, otto.de, wo es dann wirklich, weiß ich, 50, 60 Microservices gibt, die mehrere hundertmal pro Woche in den Produktionsbetrieb überführt werden, da hat man sich natürlich irgendwann die Frage gestellt, wie soll denn da Security überhaupt noch funktionieren? Ich kann ja keinen Pentest mehr machen, bevor irgendwas live geht, weil 100 Mal pro Woche irgendwas live geht. Und dann hat man kennt die Prozessdiagramme, die von links nach rechts fließen, und hat dann gesagt, Shift Left, wir müssen einfach früher mit Security anfangen. Wir müssen einfach die Sachen früher in den Prozess einbringen und kontinuierlich eigentlich machen. Wir sprechen manchmal auch von Security in our DNA, also es muss überall verankert sein, nicht nur bei Spezialisten. Und DevSecOps hat man dann einfach gesagt, okay, wir machen Dev und Ops. Und irgendwo dazwischen muss auch ganz, ganz viel Security stattfinden. Das Ganze hat natürlich heute in den letzten Jahren noch das ist auch eines der Gründe, warum ich mich so intensiv mit dem Thema beschäftige, eine viel größere Bedeutung erfahren, weil wir immer mehr sehen, dass Security auch eine Schwachstelle werden kann durch die ganze Nutzung von unglaublich vielen Abhängigkeiten, von Dependencies, von der unglaublich wuchernden Technologielandschaft. Aber ich denke mal, da gehen wir vielleicht später noch drauf ein. Aber ihr seid in Summe Shift Left, einfach Security früher im Softwareprozess verankern. Und dann hat irgendwer gesagt, okay, DevOps hört sich gut an, dann machen wir da noch einen Sec rein, um einfach klarzumachen, DevOps ohne ein gleichzeitiges Umdenken, was Security angeht, wird nicht funktionieren. Zu dieser persönlichen Motivation, das interessiert mich. Also warum interessiert dich das Thema jetzt speziell? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass so die Softwarearchitektur-Community und Softwareentwicklungs-Community, zu der ich mich eher zähle, doch deutlich anders ist als die Security-Community. Und wieso jetzt ausgerechnet dieses Thema, was ja so ein bisschen, also ich will nicht sagen Fremdkörper ist, aber was eben tatsächlich ja in eine andere Kultur und eigentlich eine andere Community typischerweise eher hat.
Ja, ich kann das ziemlich genau nachvollziehen. Eberhard, wir haben auch oft bei ThoughtWorks darüber gesprochen, wollen wir zum Beispiel Security-Dienstleistungen anbieten? Als Beratungsfirma könnten wir das ja machen, Pentests und so weiter. Und auch da haben wir gesagt, eigentlich ist das so ein Spezialistenfeld, in dem wir gar nicht uns so richtig zu Hause fühlen. Was natürlich passiert ist, ist, gerade, du kennst es ja wahrscheinlich auch, in Firmen, die Consulting machen, ist man oft mit Transformationen, mit Veränderungen beschäftigt. Und was jetzt einfach passiert ist, dadurch, dass diese Veränderung stattgefunden hat, dass immer mehr Unternehmen Continuous Delivery machen und eben auch merken, entweder weil sie es intellektuell vorher sehen oder vielleicht praktisch schlechte Erfahrungen gemacht haben oder beides, dass Security sich ändern muss, fällt es natürlich auch bei uns auf den Tisch. Dass wir jetzt nicht sagen, wir fangen jetzt auf einmal an und machen doch eine Abteilung, die Pentests macht, sondern wir sagen, in dem Mandat, was wir von unseren Kunden haben, die Entwicklungsprozesse in den Unternehmen zu verbessern, zu modernisieren, da ist auf einmal Security ein wesentlicher Bestandteil. Und allein aus diesem Hintergrund heraus, würde ich mal sagen, ist es so, dass wir uns damit mehr beschäftigen und dann eben auch ein Interesse wächst, zu sagen, wie macht man das denn sowas eigentlich? Also es ist ja immer dieses, in Englisch sagt man Curiosity, diese gewisse Neugier. Ja gut, dann hat irgendjemand gesagt, und intellektuell kann ich nachvollziehen, wir müssen Security nach links schieben. Okay, kann man sich bildlich schön vorstellen, ich bin ein sehr visueller Mensch, aber irgendwann denkt man sich, ja, aber wie? Was muss ich denn eigentlich machen? Oder okay, ich habe eine Node-Applikation, da sind jetzt 1500 Dependencies. Wie überprüfe ich die denn eigentlich? Also das ist dann diese Neugier, die, glaube ich, mitspielt und die, glaube ich, viele Menschen, die im Consulting-Umfeld arbeiten, irgendwie haben. Diese Neugier auf Neues, neue Lösungen finden und da eben auch Spaß und Interesse dran haben. Dein Talk auf der OP hat ja den Untertitel Practitioner's View, also die Ansichten eines Praktikers. Welche Erfahrung hast du denn mit DevSecOps in der Praxis gemacht? Also es wirkt ein bisschen wie so ein Hype und deswegen fand ich halt genau dieses Practitioner's View hebt sich ja ganz gut ab davon, dass es eben ein Hype ist. Ja, ich werde das morgen, wenn ich den Talk halte, auch ganz offen am Anfang zugeben, dass ich natürlich bei meinen Kollegen und Kolleginnen abgucke. Ich bin halt ein Head of Technology, ich arbeite auch bei Kunden, also im Moment auch gerade wieder, aber ich sehe natürlich nicht die ganze Breite. Ich weiß nicht, einige Leute werden es vielleicht wissen, andere nicht. Bei ThoughtWorks, wir bringen zweimal im Jahr auf globaler Ebene den sogenannten Technologieradar raus. Das ist eigentlich ein Werkzeug für uns intern, um uns untereinander auszutauschen, uns gegenseitig mitzuteilen, was an neuen Technologien in den letzten 6 Monaten uns über den Weg gelaufen ist. Und ich bin Teil der Gruppe, die den kuratiert, sagt man in Deutsch, glaube ich, und habe dadurch unglaublich viel mitgekriegt, welche Werkzeuge und welche Praktiken wir weltweit in den 17 Ländern, in denen wir sind, in denen wir einsetzen. Und ich habe gedacht, das ist doch die Practitioners-Perspektive. Also einfach zu sagen, nicht zu sagen, was müsste man tun, sondern einfach darüber zu berichten, was tun wir denn eigentlich? Was sind denn eigentlich die Werkzeuge, die wir einsetzen? Was sind die Praktiken, die wir gefunden, also nicht ThoughtWorks unbedingt, die Community, die Entwicklungsgemeinschaft, welche Praktiken haben wir gefunden, welche haben sich davon bewährt? Und genau das ist der Talk morgen. Das ist eigentlich eine Sammlung, ein bisschen strukturiert offensichtlich, die von Werkzeugen, von Tools, von Herangehensweisen, die sich, zumindest aus unserer Sicht, als nützlich erwiesen haben, in dem ganzen Vorhaben, die Security weiter nach links zu schieben. Genau, ich werde in die Shownotes auf jeden Fall nochmal einen Link machen zu dem Technology Radar. Kannst du ein paar Highlights nennen, also ein paar Sachen, von denen du sagen würdest, das sind auf jeden Fall Dinge, die ganz, ganz wichtig sind und die wir halt die man auf jeden Fall machen sollte oder die halt besonders gut sind, um in diesem DevSecOps-Thema und diesem Shift Left loszulegen? Ich muss jetzt kurz überlegen. Ich werde mal 2 Sachen aus, wir gucken mal, wie wir weitermachen. Also das eine ist mit Sicherheit das Neudenken von Security-Perimetern, also von der Umgebung von Security. Und sorry, das ist alles in Englisch, ich mache den Talk morgen tatsächlich auch auf Englisch. Und die eine Technik heißt Zero Trust Architecture oder bei Google ist es auch nicht mehr bekannt als Beyond Corp. Und die Idee ist hier einfach das Neudenken, dass man eben nicht mehr sagt, wir haben eine Serverfarm im Rechenzentrum stehen und da ist eine Firewall davor und wir sichern alles auf der Firewall ab. Und da drinnen findet eigentlich keine oder kaum eine weitere Zugangskontrolle statt. Ich kann, falls ich irgendwie einen von den Rechnern gekapert habe, wenn ich da eine Shell auf einem Linux-Rechner habe, erstmal anfangen, die anderen Rechner anzusprechen und vielleicht sogar Netzwerktraffic mitzusehen. Und dieses Modell, wo man eben nach außen wie so eine Burgwall, so eine gehärtete Umrandung hat und da drinnen alle sich frei bewegen können, um bei dieser Burgmetapher zu bleiben, das ist eben das, was wir sagen, das wird heute in der Form nicht mehr funktionieren. Und nicht nur deswegen, weil eben Unternehmen auch von On-Premise, von Lösungen bei sich oder im Rechenzentrum in die Public Cloud gehen und es immer diese Transitionsphase gibt, aber auch selbst wenn die in der öffentlichen Cloud sind, immer wieder
Stellen sind, wo untereinander kommuniziert werden muss. Und wir sagen mit Zero Trust, und der Begriff kommt aus einem, aus einer Publikation von dem National Institute of Standards in den USA, die das wirklich echt richtig gut beschrieben haben. Und wie gesagt, Google nennt es Beyond Corp, da gibt es auch genug, wenn man danach sucht. Die sagen eben, und wir teilen diese Einschätzung vollkommen, zu sagen, man fängt von null Vertrauen an. Alles ist verboten, was nicht explizit erlaubt ist. Das funktioniert heutzutage natürlich viel, viel besser, weil wir in der Regel Infrastructure as Code machen und Software-Defined Networking. Das heißt, ich muss jetzt gar nicht mehr, ich meine, stellt euch vor 10 Jahren, da hat irgendwer Tomcat-Server installiert und auf einem Linux-Betriebssystem, was irgendwie ab und zu mal geupdatet oder gepatcht wurde. Natürlich haben die da nicht auf jedem Linux-Rechner eine Firewall installiert und mit jedem Deployment von einem WAR-File in den Tomcat dann die Firewall-Regeln verändert. Das wäre einfach unpraktikabel gewesen. Heute sehen wir es ja genau andersrum. Wir machen eine virtuelle Maschine oder sogar nur einen Docker-Container, einen Pod in Kubernetes, speziell für eine Anwendung. All das Ganze, die ganze Infrastruktur außenrum ist im Code definiert. Das heißt, heute ist es einfach ein leichtes zu sagen, ich lasse nur noch die IP-Adressen zu. Nehmen wir mal, ich habe eine Datenbank. Ich weiß dann ja irgendwo in meinen Terraform-Dateien, in meinem Infrastructure-as-Code, welche IP-Adresse ganz genau der Service hat oder die Services, die sind ja meistens horizontal skaliert, welche IP-Adressen die haben und sagt dann der Firewall, wenn man so will, von der Datenbank, du darfst nur noch Verbindung von dieser IP-Adresse annehmen und so weiter und so weiter. Also einfach zu sagen, wir starten von dem Punkt, nichts darf mit nichts kommunizieren und alles wird explizit und mit so kleinen Löchern, die da gemacht werden müssen, erlaubt. Das ist eins von den beiden großen Themen, würde ich mal sagen, die Infrastruktur auf der Netzwerkseite. Und dann absichtlich gewählt auch ganz auf der anderen Seite, was die eigentliche Software angeht. Ich habe es eingangs schon so ein bisschen erwähnt. Ich bin ein großer Freund von Open Source Software. Ich glaube, das hat die Industrie wirklich nach vorne gebracht in so vielerlei Hinsicht. Allerdings haben, glaube ich, auch viele Unternehmen vergessen, dass Open Source Software nicht nur frei ist. Also die ist umsonst, aber irgendwie geht man schon einen Deal ein, der einem erstmal gar nicht so bewusst ist. Und zwar geht man eben auch einen Support-Deal ein. Man nimmt Open Source Software, baut die bei sich ein, hängt aber schon ein bisschen davon ab, wer die eigentlich geschrieben hat und wie die damit umgehen. Und was mir hier gerade in Deutschland auch extrem auffällt, ist, viele Unternehmen denken in langen Zeiträumen. Wenn die LTS hören, Long-Term Support, denken die in 5 Jahren, 8 Jahren, 10 Jahren. Dann, klar, es werden immer mehr Frontends in JavaScript geschrieben, dann guckt man sich sowas wie Angular an. Eines der drei großen JavaScript-Frameworks. Und denkt, ach, das kommt von Google, da steckt schon ein Team hinter, da wird man nichts falsch machen können, wir nehmen das mal. Vergiss dann aber mal zu gucken, wie lang ist eigentlich der Long-Term Support dafür? Und der ist, wenn ich mich richtig erinnere, um maximal 18 Monate. Und dann kommt manchmal so eine Tendenz rein, läuft doch, never change a running system und wir müssen so viele Features bauen. Und dann fängt man an, die einfach nicht mehr zu aktualisieren, die Version. Man bleibt einfach auf der, zum Beispiel von Angular, auf der Version hängen, die man am Anfang benutzt hat. Dann ist man, weiß nicht, auf Version 8 eingestiegen, 9 kommt raus und denkt, ach, wir haben so viel zu tun, wir müssen das mal irgendwann upgraden. Ist auf Version 10 und so weiter. Man fällt einfach immer weiter zurück an der Stelle. Und das an sich ist natürlich schon problematisch. Was aber viel schlimmer eigentlich ist, ist gerade in der JavaScript-Welt, JavaScript als Sprache hat keine große Standard-Library. Eigentlich für jeden Kleinkram ist dieses ganze Ökosystem ausgefüllt worden. Ich meine, du lachst schon. Es gibt halt Packages, die 10 Zeilen lang sind, die Flatmap, kann man hinterher mal nachgucken, da gab es auch einen größeren Skandal vor ein paar Jahren, die einfach nur eine Liste von Listen in eine Liste umgewandelt hat. Da gab es ein Package für. Und was eben genau passiert ist, dass diese ganzen Dependencies sich unglaublich akkumulieren, aufsummieren. Und wer schon mal eine Node-Anwendung geschrieben hat auf der Serverseite oder eine JavaScript-Frontend, man kommt da schnell auf 1000 Dependencies. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, wer steckt denn da eigentlich noch hinter? Wer kümmert sich denn darum? Und das andere ist natürlich, wir wissen alle, wir sind als Entwickler, ich gebe es offen zu, nicht perfekt. Wir bauen Security-Fehler ein, nicht absichtlich, sondern versehentlich. Microsoft, steht hier unten noch irgendwo, dicke Bücher darüber geschrieben, Writing Secure Code, mussten alle lesen. Die haben ein Riesenproblem. Und trotzdem kriegen wir es irgendwie nicht hin. Also wir müssen akzeptieren, dass Security-Lücken drin sind. Wenn ich 1000 Dependencies habe, kann ich mir ausrechnen, wie schnell ich welche habe. Macht das mal. NPM-Audit, ist es echt erschreckend, wie schnell das geht. Und da muss ich einfach anfangen, mir Gedanken darüber zu machen, wie kriege ich das hin? Ich will ja das nicht wegschmeißen. Ich will ja Angular benutzen. Ich will nicht mein eigenes JavaScript-Framework schreiben. Das wäre katastrophal unproduktiv. Aber ich muss eben mir eingestehen, ich muss einen kleinen Preis bezahlen. Ich muss irgendwie diesen ganzen Dependency-Baum handhaben. Und da gibt es schöne Tools, Container Security Scanner, die in der Pipeline, in der Build-Pipeline drüber gucken können. Benutze ich irgendwelche Abhängigkeiten, die bekannte Security-Schwachstellen habe, kann mich darauf hinweisen
und so weiter und so weiter. Also das ist für mich noch das andere wichtige Thema bei DevSecOps, einfach sich einzugestehen, wir haben die ganzen Dependencies, die Dependencies werden Security Vulnerabilities haben, was tue ich, damit ich die weiterhin benutzen kann und gleichzeitig eben nicht da reinfalle. Mhm. Es gab bei YouTube einen Kommentar, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen willst. Ich denke insbesondere zu dem, was du sagtest über Software-Defined Networks und diese Geschichten. Und zwar sagte Rappi, nichts erlauben, Fragezeichen, das hören viele Entwickler sicher nicht gerne, Smiley. Also ich würde mal sagen, im Zweifelsfall merken die Entwickler das gar nicht. Also im Zweifelsfall, wenn ich das vernünftig mache und bei DevOps gehe ich ja davon aus, dass vielleicht auch Leute mit einer Spezialisierung Software programmieren und Leute vielleicht mit einer leichten Spezialisierung Infrastruktur in irgendeiner Form regelmäßig zusammenarbeiten, dass sie das tun. Und als Entwickler und Entwicklerin ist es mir eigentlich nur wichtig, dass mein Microservice auf die Datenbank zugreifen kann. Und wenn ich das als Infrastructure as Code schreibe und irgendwie, wie auch immer, mit einem Helm-Chart oder irgendwas auch immer, was man da heute hat, um diese Datenbank zu installieren oder zu aktualisieren und meinen Service zu deployen, auszuliefern, wenn dann daran Code hängt, der dafür sorgt, dass diese Netzwerkverbindungen auf sind, dann merke ich das ja im Zweifelsfall gar nicht. Also ich merke ja nicht, dass ich von einem ganz anderen Microservice auch auf die Datenbank zugreifen dürfte. Und ja gut, wenn ich jetzt sage, aber das möchte ich gerne, dann würde ich vielleicht auch mit meinem Architekturhut sagen, vielleicht gar nicht so eine gute Idee, nicht nur aus Security-Gründen, sondern vielleicht aus Coupling- und Architekturgründen. Also ich würde mal einfach sagen, dieses alles verboten ist ja nicht, ich glaube, das kommt noch so ein bisschen aus der Mentalität, wo man für jede Änderung ein Ticket aufmachen musste, um einen Port auf der Firewall freigeschaltet zu kriegen. Wer in so einem Umfeld ist, sollte mit Zero Trust Architecture auf gar keinen Fall anfangen. Also wenn da irgendwo Tickets und Jira im Spiel sind, bitte, bitte nicht machen. Also Zero Trust Architecture macht nur dann Sinn, wenn ich wirklich Software-Defined Networking habe, wenn ich das, die gesamte Infrastruktur netzwerktechnisch aus Skripten definiere. Mhm. Noch eine andere Frage, die mich auch vielleicht so ein bisschen umtreibt. Also es gibt ja gerade bei Sicherheitsthemen gibt es ja oft sehr subtile Sachen, die dann dazu führen, dass es halt dramatische Konsequenzen gibt. Also die Luca App beispielsweise hatte ja dieses CSV-Injection-Problem, wo man also dadurch, dass man in Excel letztendlich Dinge injiziert durch einen Export als Comma-Separated Value irgendwelche Sicherheitsprobleme erzeugt. Und ich muss jetzt gestehen, dass ich noch nicht mal wusste, dass es so etwas gibt wie CSV-Injection. Also SQL-Injection kennt man ja, aber CSV ist irgendwie, war mir dann irgendwie neu. Was machen wir denn jetzt? Müssten wir jetzt in jedes Team eine Sicherheitsexpertin setzen, die sich um dieses Thema kümmert? Wir können ja, also wenn ich sozusagen von mir auf andere schließe und von diesem einen Thema auf andere, können wir halt davon ausgehen, dass es da noch... Können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass es da noch viele weitere Themen gibt, die mir zumindest jetzt sozusagen nicht bekannt sind. Wie gehen wir damit um? Ja, gute Frage. Die Hoffnung auf einen Experten halte ich verfehlt. Irgendwann hat man, also ich bin schon ein großer Freund von dem, was wir auf Cross-Functional oder in Deutsch vielleicht interdisziplinäre Teams nennen. Das sind Software-Teams, diese typischen Two-Pizza-Teams, Spotify-Modell-Teams, dass sie schon alle Fähigkeiten haben, Software zu schreiben. Weil jetzt immer auf Experten zu hoffen, ist auch ein bisschen schwer. Ich glaube, auf der einen Seite müssen wir einfach akzeptieren, dass ein Verständnis von Security Teil von der Softwareentwicklung ist. Und genauso wie Entwickler haben wir auch keinen Design-Patterns-Experten in einem Team. Sondern man geht eigentlich davon aus, dass Entwickler und Entwicklerinnen was über Design-Patterns wissen. Oder ich argumentiere ja auch schon seit vielen Jahren zu sagen, eigentlich muss jeder, der sich mit Softwareentwicklung beschäftigt, auch was über Softwarearchitektur wissen. Und wir können das nicht nur auf den Architekten abladen. Und so ähnlich glaube ich, dass auch mehr Sicherheitswissen einfach in die Teams reingetragen werden muss. So wie eben angesprochen, Microsoft das auch versucht hat. Gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, dass es schon sinnvoll ist, wenn jemand sozusagen den Hut dafür aufhat und sich zumindest darum kümmert, dass es gemacht wird. Nicht was, sondern das. Und wir haben an verschiedenen Stellen mit, wie man es auch immer nennen will, wir haben die an einigen Stellen mal Security Champions genannt. Also dass vielleicht jemand dafür im Team sich verantwortlich gefühlt hat. Wir nennen das oft Brown Bags, also diese über Mittagessen so eine Session, wo jemand mal was erzählt oder dafür sorgt, dass vielleicht mal irgendwie an einem Donnerstagnachmittag Leute eben genau mal sowas analysieren. Was wir zum Beispiel intern bei ThoughtWorks machen, ist, wir teilen auch
nicht nur interne, sondern hauptsächlich sogar externe Sachen, die einfach mal schiefgelaufen sind, um so ein Bewusstsein zu schaffen. Einfach, dass man mal gehört hat, ach ja, es gibt, ich kannte es auch vorher nicht, CSV-Injection, aber es gibt ja sogar Log-Message-Injection, die wir neulich lernen mussten. Also ich konnte ja sogar Chartcode in Log-Messages einbauen. Sowas einfach mal gehört zu haben. Man muss dann vielleicht gar nicht unbedingt direkt wissen, wie es geht. Aber ich denke zum Beispiel, sowas wie dieses klassische SQL-Injection, in dem Moment, wo jemand, der Software schreibt, verstanden hat, was das Problem ist, schreibt die Person einfach an das Software. Da braucht man gar keinen großen Trainingskurs im Endeffekt. Also wenn man an der Stelle versteht, okay, ich konkateniere hier zwei Strings und ich weiß gar nicht genau, wo der String herkommt. Also einfach vielleicht mehr Wissen zu verbreiten, aber eine Person haben, die sich vielleicht darum kümmert, dass das Wissen mehr verbreitet wird. Der Theo Grip hat bei YouTube gerade eine Frage gestellt, und zwar hat er gefragt, ist das Microsoft-Buch empfehlenswert? Vielleicht würde ich das gerne noch ergänzen mit, wie heißt denn dieses Buch eigentlich überhaupt? Und die andere Frage ist, gibt es ein anderes gutes Buch für beispielsweise Java-Entwickler, was so ein bisschen impliziert, dass in dem Microsoft-Buch ja wahrscheinlich nichts über Java drin steht? Also das ist dieses Buch. Ich halte es extra mal erstmal so hoch. Ich drehe das jetzt mal. Es hat schon einige Seiten. Und das ist auch nicht mehr neu. Also ich würde mal sagen, wenn man viel Zeit hat, kann es mit Sicherheit kein Fehler sein, da einmal durchzugucken. Es hängt natürlich auch total davon ab, was man für Software schreibt. Also jemand, der Angular oder React oder Vue.js Frontends schreibt, eher weniger. Jemand, der, Videospiele oder Enterprise-Software in C++ schreibt oder vielleicht auch im Manufacturing-Automotive-Bereich mit C und C++ arbeitet, vielleicht sogar eher. Weil man darf ja nicht vergessen, von wem das Buch kommt. Also ich will da jetzt keine uneingeschränkte Empfehlung ausgeben. Es gibt Bücher, die würde ich immer uneingeschränkt empfehlen. Hier würde ich sagen, es hängt einfach zu sehr vom Kontext ab, ob es Sinn macht. Ansonsten? Ja, wahrscheinlich. Also mir persönlich ist jetzt kein Buch bekannt, wo ich sagen würde, das ist so die Go-To-Empfehlung. Das ist die Empfehlung, wo ich sagen würde, im Security-Bereich muss man irgendwie gelesen haben. Vielleicht für diejenigen unter euch im Publikum, Marktlücke. Vielleicht muss so ein Buch auch noch geschrieben werden. Im Moment ist es aber eben auch so, dass sich in dem Bereich unglaublich viel noch gleichzeitig verändert. Und viel ist einfach toolabhängig. Und wir haben das halt auch in den, vor 10, 15 Jahren bei der Evolution, der ursprünglichen Evolution der Java oder damals noch J2E-Anwendung gesehen. Die Bücher haben eine kurze Halbwertszeit einfach, wenn ich Sachen nur beschreiben kann, wenn ich über konkrete Technologien sprechen muss. Weil wenn ich die Muster nicht extrahieren kann, wenn ich das nicht abstrakt beschreiben kann, dann veraltet so ein Buch halt unglaublich schnell. Und ich denke mal, im Moment ist es so, zum Beispiel, wovon ich gesprochen habe, Container Security Scanning, dass die Idee ist total schnell erklärt, einfach zu sagen, ich habe was meiner Build-Pipeline, was die Artefakte, die da durchgehen, anschaut und guckt, gibt es für die Abhängigkeiten, für die Module da drin, bekannte Security Vulnerabilities. Das kann man wahrscheinlich in 5 Absätzen ganz gut erklären. Wo es eigentlich oft hakt ist, wie setze ich es denn praktisch um? Aber dann bin ich sehr schnell dabei, irgendwelche Tools zu benutzen. Und wie gesagt, ich kann nochmal auf den ThoughtWorks Technology Radar zurückkommen. Das ändert sich halt laufend. Ne? Also ein Tool, weil es irgendwie jetzt gut ist und ein Jahr später sehen wir, oh, es gibt ein viel besseres Tool inzwischen. Und gar nicht, weil wir es beim ersten Mal übersehen haben, sondern weil es in der Zwischenzeit rausgekommen ist. Es findet große Konsolidierung am Markt statt. Wir hatten ein Tool, das so ein schönes kleines Tool auch in dem Bereich war so ein Standalone-Binary in Rust geschrieben, was man einfach in seine Pipeline gut integrieren konnte, ist inzwischen gekauft worden von einem der großen Tools-Vendoren, die halt in so einer ganzen Suite von Werkzeugen das einfach integriert haben. Also darum ist es halt irgendwie für mich ein bisschen schwer, mir vorzustellen im Moment, wie so ein ideales Buch aussehen könnte. Das müsste eben, wie du gesagt hast, Ebert, das müsste hands-on sein, aber hands-on ist halt sehr stark am Tool orientiert und dann, ja. Finde ich spannend, weil das impliziert ja so ein bisschen, dass das Thema sehr stark technologiegetrieben und toolgetrieben ist. DevOps hingegen, habe ich das Gefühl, wenn man sich das klassisch anguckt, ist eigentlich in allererster Linie ein Kulturthema. Also deswegen heißt es ja auch DevOps, weil eben EntwicklerInnen und Leute aus dem Betrieb zusammenarbeiten sollen und dass eben Dev und Ops eben deswegen eins wird. Würdest du dann sagen, dass tatsächlich die Herausforderungen bei DevSecOps eher in diesem Tool-Bereich stecken oder ist das auch ein Kulturthema? Ja, es ist schwer zu sagen. Es ist ein bisschen beides. Wir haben eben darüber gesprochen, mache ich jemanden mit Security-Expertise in jedes Team rein?
Oder wird es einfach genau wie Architektur, Design-Patterns oder andere Sachen? Performance ist ja auch so ein Punkt. Ich habe ja auch keine Performance-Experten unbedingt in jedem Team. Ist es irgendwas, was jeder, der mit Softwareentwicklung zu tun hat, irgendwie können muss? Also es hat schon, ich weiß nicht, ob es Kultur unbedingt ist, aber es hat schon was mit der Arbeitsweise im Allgemeinen zu tun. Aber ich finde, hier kann man gar nicht so viel zu sagen, außer das sollten Teams können, wenn du weißt, was ich meine. Während das Dev und Ops, das war schon über Jahrzehnte hinweg getrennt. Und ich habe selber auch viele Firmen gesehen, wo die Entwicklungsteams und die Operations-Teams beide outgesourced waren zu verschiedenen Firmen und auf verschiedenen Kontinenten in verschiedenen Sprachen gearbeitet haben. Also diese Kluft, die war halt gigantisch, die da überwunden werden musste. Wohingegen hier ist es ja in Anführungszeichen nur eine Erweiterung des Repertoires der Kenntnisse und Werkzeuge, die ein Entwicklungsteam haben muss. Also wir ändern das ja nicht so ganz dramatisch. Wir sagen, also was ich meine, wir sagen ja wirklich nur, ihr habt eben dieses Security-Problem bekommen durch DevOps, deal with it auf eine gewisse Art und Weise. Insofern glaube ich schon, dass sich das unterscheidet. Spannend, also weil das ja eben bedeutet, dass tatsächlich die Themen deutlich anders sind. Wir sind so ein bisschen, also wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Was ist für dich die wichtigste Nachricht, die du überbringen willst, also durch den Stream, auch durch den Vortrag? Was ist so das, wo du sagen würdest, hey, das solltet ihr halt auf jeden Fall machen und das ist halt das, was du dir wünschen würdest, was eben die ZuschauerInnen dann tatsächlich in allererster Linie mitnehmen? Ich habe es ja schon vorher eingebaut, absichtlich, so ein bisschen die Sachen, die mir am wichtigsten sind. Aber das eine ist einfach, das Bewusstsein dafür zu haben, dass in einem Umfeld, wo wir DevOps machen, wo wir eine Architektur haben, die auf Microservices basiert, wo wir Continuous Delivery machen, dass man Security nicht mehr outsourcen kann, nicht mehr ausschließlich. Vor allem, sagen wir mal so, man fängt ein komplett Greenfield, kommt ja auch nicht so oft vor, macht ein komplettes Greenfield-Projekt und nach 3 Monaten so macht man den Minimum Viable Product oder macht irgendwas live, da macht es vielleicht schon mal Sinn, nochmal ein Pentesting-Team drüber zu gucken lassen, vielleicht auch einmal im Jahr so eine Übung zu machen. Man kann es einfach nicht mehr komplett outsourcen. Man kann nicht mehr sagen, da werden sich schon andere drum kümmern, ich mache das einfach. Also das ist vielleicht die wichtigste Sache. Und wenn man das akzeptiert hat, dass man dann anfängt zu überlegen, okay, ich kann es nicht mehr outsourcen, genauso wie ich gesagt habe, ich will Architektur nicht outsourcen, genauso wie ich verschiedene andere Sachen gesagt habe, will ich nicht outsourcen, ich will überlegen, wie gehe ich daran? Und dann, und deswegen eben auch der Talk morgen, zu sagen, wie fange ich denn ganz praktisch damit an? Und ich weiß es nicht, oftmals hört man ja aus Entwicklungsteams, dass halt irgendwie immer so ein Druck zu bestehen scheint, Features zu liefern und alles andere als Entwicklungsteams man fast darum fragen muss oder bitten muss, dass man sich um die Non-Functional oder Cross-Functional Requirements kümmern muss. Da wird man in solchen Organisationen natürlich in das gleiche Thema reinlaufen. Vielleicht hier ist es natürlich ein bisschen einfacher, wenn man so ein gewisses Repertoire an Negativbeispielen hat, wo man sagen kann, das passiert, wenn wir uns nicht um Security kümmern. Weil es natürlich dann auf der einen Seite, wenn man sagt, ja, es ist ja nichts passiert. Wie wir alle wissen, habe ich es kurz gedacht. Also das ist für mich vielleicht das Wichtigste, einfach dieses Bewusstsein. Deswegen habe ich eben auch gezögert, dazu gefragt, das ist DevSecOps wirklich nur Tools. Also dieses Bewusstsein zu haben, zu sagen, Security ist jetzt auf unserem Teller gelandet als Entwicklungsteam. Wir müssen uns darum kümmern und es wird auch nicht wieder weggehen. Das ist vielleicht das Wichtigste an der Stelle. Das führt eigentlich noch zu einer anderen interessanten Frage. Also wir haben ja, du hattest es ja gerade gesagt, es gibt halt diesen Feature-Druck. Und bei Security ist nach meinem Empfinden immer das große Problem, dass das halt so richtig nicht sichtbar ist. Nicht? Also ein Security-Problem merke ich ja erst dann, wenn es ausgenutzt ist und dann habe ich halt ein echtes Problem. Die eine Kommunikationsstrategie, die du jetzt genannt hast, ist darauf hinzuweisen, dass es eben bestimmte Unternehmen gibt, die halt damit sozusagen auf die hingefallen sind. Gibt es noch andere Sachen, die in der Kommunikation zu Managern für dich wichtig sind? Ist das überhaupt so ein großes Thema? Ich habe immer das Gefühl, wenn wir über technische Schulden reden, da gibt es halt sehr große Schwierigkeiten, weil es halt sehr nahe liegt zu sagen, macht es halt schnell. Ich möchte halt schnell neue Software und dann kriege ich halt irgendwie, wenn ich nicht aufpasse, ganz viele technische Schulden. Ist das bei Security ein ähnliches Thema oder hast du da das Gefühl, dass das Management, die irgendwie was über Geld sagen, dass die da weniger ein Problem sind bei diesem Security-Thema? Ich glaube, das ist leider im Moment noch relativ spiegelbildlich. Also ich glaube, es gibt genug Unternehmen, die verstanden haben, wie man auf nachhaltige Weise Software entwickelt, eben damit, dass man durch verschiedenste Praktiken, Herangehensweisen eben nicht
technische Schulden aufhäuft, sondern das macht. Und die Firmen haben auch weniger Probleme damit, das Gleiche mit Security umzusetzen. Die Firmen, die aber, und wir kennen die beide, Ebert, jetzt nicht namentlich, aber diese Typ von Firma, die eben sagen, technische Schulden, egal, habe ich alles nicht verstanden, das ganze Konzept, Hauptsache die neuen Features sind raus. Und das ist sehr spiegelbildig. Die werden meiner Erwartung nach auch diejenigen sein, die am ehesten bei Security eine ähnliche Herangehensweise haben und dann wahrscheinlich noch schlimmer als bei technischen Schulden, dann irgendwann große Probleme haben werden. Mhm. Könnte man ja jetzt auf die Idee kommen zu sagen, okay, der macht halt einfach mal einen Pentest und dann werdet ihr schon sehen, ist das ein Hilfsmittel? Mit Sicherheit. Mhm. Mit Sicherheit. Allerdings, ein Pentest ist ja nur ein Abbild dessen, was gerade live ist. Es kann eine Woche später der Fall sein. Ich meine, einige von euch im Stream haben es wahrscheinlich auch mitgekriegt, Colors.js war jetzt gar nicht mal unbedingt eine Security-Lücke. Aber das ist ja von einem Tag auf den anderen von brauchbarer, sehr nützlicher Software gewandelt in, das macht uns alle unsere Deployment-Skripten kaputt. Also ein Pentest hätte da auch kein Problem gefunden. Also ein Pentest kann ein Bewusstsein schaffen, aber ein Pentest kann natürlich auch falsche Sicherheit erzeugen, indem man sagt, wir haben noch den Pentest gemacht, alles gut, was redet ihr denn die ganze Zeit? Warum wollt ihr Container-Security-Scanner einbauen? Wir haben doch keine Security-Probleme. Also man muss da ein bisschen aufpassen. Das ist ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Was ist denn da genau passiert? Magst du das noch ins Freie setzen? Also Colors.js war eine Library, auch eine von den vielen ganz, ganz kleinen Libraries, die vor Jahren von einer Person im Internet gebaut worden sind, um in den Terminals, wenn JavaScript benutzt wurde, um Tools zu schreiben auf Terminals, die Buchstaben und Zeichen farbig zu machen. Und das wurde sehr, sehr weit benutzt. Und der Autor hatte über Jahre hinweg schon viele Probleme mit dem Monetarisierungsmodell. Der wollte damit, hat ihm gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich hier Software schreibe, die von allen benutzt werden und kein Geld verdiene. Und hat dann vor über einem Jahr angekündigt, dass er sagt, forkt bitte mein Framework. Ich will nicht mehr, dass ihr das benutzt als große Unternehmen. Haben die großen Unternehmen natürlich gemacht und haben das weiter benutzt. Inklusive zum Beispiel ein Beispiel, wo es vielen Leuten aufgefallen ist, war das CLI von dem AWS CDK. Und dann hat er ein Jahr später ernst gemacht und hat seinen eigenen Code absichtlich kaputt gemacht, dass er irgendwie so kryptische Binärzeichen ausgegeben hat und in sich eine Endlosschleife aufgehängt hat. Ja, und alle hatten die Warnung von ihm nicht ernst genommen. Der hat das ein Jahr lang noch weitergepflegt und irgendwann hat er ernst gemacht. Und alle Leute sind aufgewacht. Und es ist interessant, man kann sich das jetzt durch das ganze Internet und die GitHub-Issues und so weiter sehen, wie das wie so ein langsamer Zugunfall sich so aufgebaut hat. Die Leute schreiben so, ja, was ist denn hier passiert? Meine Konsole geht nicht mehr, mein Tool ist kaputt und so weiter. Bis dann erstmal so eine gewisse forensische Suche rausgefunden hat, was da eigentlich wirklich passiert ist. Und natürlich ganz ironischerweise viele Leute gesagt haben, das ist ja voll unmöglich. Wieso macht er sein Tool kaputt? Ich hab doch ein Recht darauf, dass er das Tool weiterpflegt. Also es war interessant, aber das ist vielleicht nur eine Randnotiz. Genau, das Internet wird zusammengehalten von einem kleinen Stück Code, das irgendjemand irgendwo kostenlos eben zur Verfügung stellt. Genau. Super, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die vielen Informationen. Wir machen hier gleich weiter um 15:15 mit Hilfe, wir sünden. Und viel Erfolg, viel Spaß noch bei der OP und viel Erfolg auch bei deinem Vortrag und viel Spaß dort. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Und wer weiß, bis zum nächsten Mal oder kommt morgen vorbei, wenn ihr könnt. Genau, bis dann. Bis dann, tschüss. Tschüss.